In den folgenden Videosequenzen zeigen wir Ihnen einfache manuelle Versuche zur Bestimmung der Konsistenz eines bindigen Bodens. Diese Versuche werden nach DIN EN ISO 14688-1 durchgeführt und können auf der Baustelle im Rahmen einer Bodenansprache angewendet werden. Die Konsistenz eines bindigen Bodens beschreibt dessen Zustandsform. In den nächsten Videosequenzen sehen Sie, wie diese Zustandsform vom Wassergehalt des Bodens abhängig ist. Mit steigendem Wassergehalt ändert sich die Konsistenz des Bodens vom festen über den halbfesten, steifen, weichen und breiigen bis hin zum flüssigen Zustand. Diese unterschiedlichen Konsistenzen sind im Konsistenzband dargestellt. Für die geotechnische Bearbeitung ist die Beschreibung der Konsistenz besonders wichtig, weil viele bodenmechanischen Eigenschaften damit zusammenhängen. In dieser Sequenz zeigen wir Ihnen einen mittelplastischen Ton in fester Konsistenz, das heißt, sein Wassergehalt liegt unterhalb der sogenannten Schrumpfgrenze. Dies kann man daran erkennen, dass der Boden ausgetrocknet ist und eine helle Färbung aufweist. Beim Versuch, ihn zu verformen, zerbricht er einfach. Ein nochmaliges Zusammenballen der Einzelteile ist nicht mehr möglich. Allerdings lässt sich der Boden mit einem Daumennagel einritzen. In dieser Videosequenz sehen Sie, wie sich der gleiche Boden in halbfester Konsistenz verhält. Bei dieser Probe liegt der Wassergehalt des Bodens zwischen der Schrumpf- und der Ausrollgrenze des Bodens. Beim Versuch, den Boden zu 3 mm dicken Walzen auszurollen, bröckelt und reißt die Bodenprobe zwar, jedoch ist der Boden feucht genug, um ihn erneut zu einem Klumpen formen zu können. Der Boden kann nur gering mit dem Daumen eingedrückt werden. Bei zunehmendem Wassergehalt geht der Boden in die steife Konsistenz über. Ein Boden dieser Konsistenz lässt sich nun plastisch verformen. Der Boden lässt sich zwar schwer kneten, aber es lassen sich in der Hand gut 3 mm dicke Walzen ausrollen. Diese reißen und zerbröckeln nicht. Der Daumen erzeugt leicht einen Eindruck. Weich wird die Konsistenz eines Bodens bezeichnet, der sich leicht kneten lässt. Und welchen man mit dem Finger leicht bis zu 10 mm eindrücken kann. In der folgenden Videosequenz sehen Sie den Boden nun mit einem noch höheren Wassergehalt. Dieser liegt nun gerade unterhalb der Fließgrenze. Seine Konsistenz wird mit breiig bezeichnet, wenn er beim Pressen in der Faust zwischen den Fingern hindurchquillt. Mit dem Finger kann man ihn leicht bis zu 25 mm eindrücken. Überschreitet der Wassergehalt des Bodens die Fließgrenze, wird die Konsistenz mit flüssig bezeichnet. Sie können erkennen, dass der Boden nicht flüssig wie eine Flüssigkeit ist, sondern eher als zähflüssig oder pastös beschrieben werden kann. Für diese Konsistenz gibt es keinen Versuch in der Norm.